Jo Leute, herzlich willkommen zur zweiten Episode der dritten Staffel Ultra Hardcore zusammen mit dem Zander. Hallo Leute. Jo, genau, es geht einfach sofort weiter und ab jetzt haben wir uns jetzt gerade dazwischen noch schnell besprochen, dass wir keine Stops mehr dazwischen machen. Wir machen einfach nur Tschüss, Hallo und so weiter und dass wir nicht dazwischen noch eine Pause machen, weil es einfach viel zu riskant ist, immer dazwischen rauszugehen aus dem Spiel und so weiter, die ganzen technischen Sachen abzuklären. Deswegen wird das jetzt einfach in einem Stück aufgenommen. Jo, genau. Und ich habe Eisen gefunden. Eisen gefunden, schon wieder. Geil. Achso, genau. Ich wollte den Ofen aufstellen. Wir wollen... Genau, wo wollen wir dann unseren Raum hinstellen? Wollen wir den da hinstellen, wo wir jetzt die Höhle finden als erstes? Ja, würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall da in der Höhle so einen kleinen Raum... Obwohl, das ist eigentlich riskant, weil wenn die anderen Leute durch die Höhle durchlatschen... Ja. Und dann sehen, wir können dann vielleicht in der Nähe von der Höhle einfach so ein Ding machen. Ja, ich mache einfach jetzt hier mal schnell einen Ofen hin und lege das Eisen rein. Ja. Und nachher noch die Werkbank hin. Mein Gott, das gibt's doch gar nicht, dass man hier keine Höhle findet. Ey, ja, warte. Oh. Lava. Nicht runterfallen. Ja, genau, pass auf, ey. Ach genau, genau auf Level 12 und 13 sind ja immer die Lavaseen. Ja. Aber eigentlich ist man auf Level 12 immer genau über den Lavaseen. Ich hab einen. Ich hab einen Lavasee gefunden. Und ist eine Höhle auch gleich dran? Ja, aber ich guck gerade. Don't risk too much. Oh Gott, ey, ich habe immer so Schiss, ey. Wenn ich Lava sehe, habe ich allgemein schon Schiss in der normalen Minecraft-Aufnahme. Aber jetzt... Das kenne ich, das ist richtig, richtig eklig. Oh, ja, man sieht dieses rote Plasma. Man sieht den Tod vor sich. Und ja, wirklich. Oh, ich habe Kohle gefunden, wie aufregend. Ich weiß auch, dass meine Zuschauer sich gerade genau das Gleiche denken, weil meine Zuschauer mich ja schon sehr gut kennen jetzt. Ja. Und die wissen, dass ich so eine Sachen öfter mal bei solchen Sachen öfter mal reinscheiße, sage ich mal. Oh, ich habe Eisen gefunden, was direkt über der Lava hängt, was ziemlich scheiße ist. Dann weiß nicht, lass erstmal da. Dungeon Protection 4 und goldener Apfel, yeah. Ja, natürlich. Aber ich höre gerade eine Schlange. Eine Schlange, sage ich schon, eine Spinne. Also es kann sein, dass ich hier bei meiner Kohlequelle auch gleich, ich habe eine Höhle. Ich habe eine Höhle. Ah, und einen Minenschacht. Ich habe einen Minenschacht. Geil. Nee, dann nehme ich jetzt die Öfen mit und dann komme ich sofort zu dir. Ja, genau. Ich komme... Boah, geil. Ein Minenschacht ist so geil. Weißt du, warum? Ja, weil Schienen und alles und voll geil. Ja, weil da kannst du auch eine Music-Disc finden. Das ist sehr geil. Das ist sehr episch. Aber was beschissen ist in den Minenschachten sind die Spinnen. Die Spinnen sind richtig kacke. Oh ja, die sind richtig... Die kleinen, giftigen. Oh, da sind sogar welche. Wo? Ich höre die. Genau, ich weiß. Ja, das meine ich ja. Die habe ich gehört schon. Aber ich so ein Spawner, wenn wir gut genug sind, können wir so einen Spawner zu einer EP-Farm ausbauen, ne? Das wäre richtig krass. Das wäre richtig übel. Ey, wenn wir das in so einer Session, also in dieser Aufnahme schaffen, das wäre übelst geil in einem Wettbewerb so. Das wäre richtig krass. Da sind die schon. Scheiße, die sind hier direkt nebenan. Aufpassen, die kommen. Ich bin direkt hinter dir, also wenn irgendwas ist, dann komm einfach rein und ich baue sofort zu. Ja, warte, ich mach erstmal, ich hab noch nicht mal ein Schwert. Warte mal, sollen wir uns einen Eimer bauen und dann Wasser holen oder, naja, Lava nicht, aber... Ah, scheiße, ey. Warte, ich brauche erstmal schnell, hast du das ganze Zeug mitgenommen, auch auf die Workbench? Ich hab nämlich noch nicht mal ein Schwert. Oder habe ich nicht? Ich habe kein Schwert, das ist echt schwach. Obwohl, ich kann mir auch einfach mal selber eine Workbench machen, dann sind wir nicht immer so unabhängig. Unabhängig? Ja, unabhängig. Ein Schwert, das deinen Namen trägt. Okay. Das war was anderes. So, guck mal, also hier kannst du jetzt schon rauskommen. Wir haben jetzt so einen kleinen Vorraum hier. Und da ist eine Kiste. Ich glaub's nicht, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Und das sind diese bösen kleinen Spinnen. Ja. Wie macht ihr das? Die können die durch einen Block durchkrabbeln? Ja, können die auch. Und ich würde sagen, wir setzen hier Lava hin und dann sollen die verbrennen. Ja, genau, das ist eigentlich die beste Idee. Hast du einen Eimer? Nee, noch nicht, ich mach gleich einen. Ja, soll ich die Lava holen? Ich mach das am besten gleich. Genau, ja, aber genau, mach du das mal. Und du hast die Vorrichtung, wo wir die Lava reinkippen und die dann gleich zu denen fließt. Ja, okay, gut. Ich muss ja, hey, lass ja irgendwas einfallen. Wir sind doch alle kreativ, wenn man mal kommt. Ja, hoffe ich mal. Okay, ich mach das Ganze mal im Sneak. Kann man eigentlich die Schienen, kann man da irgendwie das Eisen extrahieren? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube auch nicht. So. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es geht wirklich nicht. So, Lava habe ich. Oh, das wäre so übel, wenn wir uns die XP-Farm bauen könnten, ne? Ja, das wäre übel. Weißt du, wie sowas geht?
Ja, also mit ein bisschen Wasser und so kriegen wir das schon hin. Ja doch, das geht. Also wir könnten einerseits so eine Falldings bauen, das dauert aber übelst lange, das würde ich nicht machen. Wir bauen einfach eine, wo die immer an uns rankommen und wir die schlagen können, die aber nichts gegen uns machen können. Okay. So, du baust schon fleißig. Ich habe den Lava-Eimer. Ich leg mal lieber aus der Hand, nicht, dass ich auf immer hier irgendwo Lava setze, das wäre nicht cool. Okay, ich habe den Schacht, der geht noch weiter und ich habe noch Eisen gefunden. Ja, ich habe hier über uns war auch die ganze Zeit Eisen, also. Ich baue das hier nochmal so weit zu, dass wir hier nicht irgendwie attackiert werden können und habe das ausgeleuchtet. Ja. So, ich habe hier noch mehr Eisen, also ich stell mal die Öfen wieder hin. Ah nee, hast du die noch? Warte. Die Öfen? Ja, die hast ja, du die noch. Ja, die habe ich noch. Oh, hier sind ja überall Schächte. Oh, ist das happy. Das ist so krass. Ich habe gerade so ein mega Smile im Gesicht. Ja, jetzt gerade, ich habe, das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, ich habe ja vor der Aufnahme habe ich zum Leo noch gesagt, normalerweise hätte ich das gerne mit Facecam gemacht, aber jetzt im Endeffekt, wo ich drüber nachgedacht habe, ist es ein bisschen viel. Leg mal da die Öfen hin. Genau, hier zack, zack. Und jetzt im Endeffekt denke ich mir so, boah, scheiße, hätte ich das mal gemacht. Weil ich glaube, das wäre ziemlich geil gekommen. Das wäre echt lustig. Die Workbench habe ich auch noch. Hier, warte mal, die stelle ich hier in die Ecke, hier unten. Ja, genau. Also haben wir jetzt erstmal hier so einen kleinen Basisraum. Mhm. Genau, was ich mal auch noch erwähnen wollte, ich habe ja in der ersten Folge, in der ersten Staffel mitgemacht. Und da hatte ich dann das Problem, dass mir einer halt meinen Raum gefunden, der war auch noch nicht so tief. Und der ist dann halt eingedrungen und ich konnte halt wirklich nicht fliehen. Und der hat dann einfach auch schon die beste Rüstung gehabt und so weiter. Das war in dem Moment ziemlich, ziemlich kacke. Und deswegen finde ich, dass wir es so machen, wenn wir jetzt hier irgendwann wirklich so einen richtig schönen Platz hier bauen, dass wir uns Fluchtwege bauen und dann neben die Fluchtwege eine Kiste stellen mit Cleanstones. Und das heißt, sobald irgendwie merken, dass jemand kommt und wir wissen, dass wir uns jetzt noch nicht wehren können, holen uns die Cleanstones und gehen in die Schächte rein und machen die sofort zu, dass die auch nicht mehr wissen, wo wir lang sind, ja, und hauen erstmal ab. Was und auch? Ja, erzähl. Was mir jetzt gerade noch ganz kurz spontan einfällt, das Geile ist, wir haben jetzt ja die Spinnenspawner gefunden, beziehungsweise diese Dingens, und da findest du super viel Spinnenseide, womit wir uns dann Dingens machen können, Bögen, ne? Ja, Bögen, oh, fett. Und Pfeile, boah, wenn wir hier noch ein Dingens, hier oben kommt die Lava rein, habe ich mir so überlegt. Ja, genau, sehr dann gut. Dann machen wir da direkt einen Stein drüber, also beziehungsweise machen dann den Holzblock weg und dann einen Stein drüber, dann fließt die Lava da so rein. Dann soll also, die eigentlich... Kann ich jetzt schon hier reinmachen? Warte mal, lass uns erstmal ein größeres Plateau machen, nicht das... Ja, genau. Nicht, dass hier irgendwas passiert. Ja, und dann würde ich sagen, pass auf, ich mache den Holzblock weg. Ja. Du kippst die Lava rein und dann mache ich den Block drüber. Okay. Ja. Geht jetzt los. Ja. Ja. Gut. Oh, ich habe schon gleich Seide, hier Spinnfaden bekommen. Ja, cool. Ich habe auch schon. Zwei Stück habe ich schon. So, jetzt können wir uns nämlich hier unten, warte mal, geh mal ganz kurz weg. Ja, ich nicht hauen. Nee, und sneaken am besten, sneaken. So, siehst die du, ganz die Spinnen verbrennen. Einwandfrei. Aber jetzt müssen wir halt sehen, wie wir erstmal dahinter kommen oder dahinter gucken können. Ah, das kannst du ja von hier. Und wollen wir uns jetzt immer schrittweise nach vorne bewegen? Geil, von hier kann ich auch noch draufhauen. Na guck mal, so können wir zum Beispiel uns dann dem Spawner nähern. Also das sollten wir jetzt sowieso machen. Erstmal. Das Problem ist aber, ja, scheiße, die Spinne, die eine Spinne, die hängt dahinter. Siehst du das? Ja. Jetzt, was machen wir denn jetzt da? Warte mal, ich baue das erstmal so ein bisschen zu. Ich würde sagen, wir machen das ganz intelligent. Ja, so wie es. Aber wohin geht denn der Schacht jetzt erstmal bis dahin? Das heißt, ich grabe hier mal parallel. Neben dem Schacht baue ich mal einen Weg lang, wo wir dann an den. Boah, das ist riskant, was ich hier gerade mache. Geh mal weiter. Wie weiter? Ja, warte mal, ich komme mal zu dir. Oh ne, das muss ich zubauen erst hier. Sonst ist das zu übel. Wollen wir die einfach mal vollfett angreifen? Ah, hier ist ja ein Loch, scheiße. Ich mach zu. Ich bin hinter dir, warte mal, lass mich mal ganz kurz was gucken. Darf ich? Ja, ich bin bereit, ich hab das Schwert in der Hand. Renn einfach hinter mich, wenn was kommt. So, jetzt, ich mach jetzt mal hier ein Loch in die Wand rein. Kommen die da durch? Nee. Nimm ein Schwert in der Hand. Nee, warte. Hast du eine Rüstung? Geiles Holz verbrennt. So, jetzt können wir von der anderen Seite nochmal gucken. Ich möchte einfach nur verhindern, dass wir so richtig doof durch eine Spinne, die da noch so rumsteht, sterben. Ja, das ist echt uncool. Nimm einfach den, oder ich gebe dir den Eimer und hol's nochmal Lava. Warte, komm, hier, ich habe gerade so einen halben Plan, habe ich. Warte, ich mach dir schnell eine komplette Rüstung. So, ich habe eine komplette Rüstung, kommst du her? Oder warte, bleib da einfach stehen, ich bring dir eine. Ey, du sitzt einfach, das ist geil. Das ist clever. Aber die können sich schnell durch Spinnenweben bewegen. Ja? Ja, können die sind selber Spinnen.
Aber der Plan ist richtig cool. Ey, die können wir gerade nutzen, wenn jemand anders uns... Ey, das ist cool. Da können wir richtig diese Fluchtwege und so nochmal verbessern. Hast du mir eine Rüstung schon hingeworfen? Ja, hinter dir liegt eine. Okay, ich baue... Ich sehe die Spinnen. Ich baue das Ganze nochmal zu hier und dann ziehe ich mir eben die Rüstung an. Hast du auch schon eine komplette Rüstung? Nein, ich habe noch gar keine. Ich habe also aber nur ein Holzschwert, ne? Ja, dann soll ich dir ein Eisenschwert... Ich mache dir schnell noch ein Eisenschwert. Ohne Momente. So, dann ist erstmal das erledigt. Boah, ey, es geht richtig fresh voran. Ich hätte nicht gedacht, dass es so flott und so gut läuft, ey. Ja, das Problem ist, wir müssen jetzt wirklich gucken. Ich leg dir das hier hin. Es liegt im Weg. Oh Gott. Okay, wir brauchen noch Dingens hier. Ein Eimer. Aber? Eimer brauchen wir noch. Also ich renn nochmal los und hol nochmal Lava. Okay, ich baue mal ganz kurz eine Kiste, ja? Da können wir mal so ein paar Sachen reinschmeißen. Und wir müssen am besten auch zusehen, dass wir in die Kisten oder dass wenigstens das sichere Zeug, das wichtige Zeug immer ganz schnell in das komplette Inventar von uns beiden passt. Ja. Sodass wir wirklich alles Wichtige mitnehmen können. Also, ich weiß nicht, wie wir das anstellen wollen, aber irgendwie wird das schon gehen. Ja, da müssen wir echt gucken. Vor allen Dingen, ja, im Großen und Ganzen, denke ich, ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay. Hast du noch genug Essen? Hunger? Ich bin absolut unhungrig. Also ich habe nichts an Hunger. Gut, ja, ein bisschen drauf achten gegenseitig, weil gerade hast du, oder beziehungsweise in der ersten Folge, da hast du mir übelst den Arsch damit gerettet. Sonst, So, ich habe Lava. Und so eine Spinnenseide. Okay, ich höre auf jeden Fall Wasser. So, pass auf, hier kippen wir noch Lava hin. Hier, wenn ich... soll das dann nach rechts oder nach links fließen? Nach rechts soll es eigentlich fließen, oder? Ja, das muss nach rechts fließen. Beziehungsweise, warte mal, Achtung. Da ist die Kiste. Ja, Mann, ich habe ein Buch gefunden. Ein Enchanting-Book. Fett. Oh, fett. Krass. Ah, okay, gut. Wir brauchen einen Amboss. Wir brauchen dann nur noch einen Amboss. Protection 3 ist das. Schusssicherheit. Ah ja, ich hab's auf Deutsch. Schusssicherheit. Ist ja richtig geil. Das ist richtig geil. Wow. Was? Hier ist der Spawner. Ich habe den Spawner direkt gefunden. Echt? Ja. Der ist uns hier? Der ist direkt hinter der Wand und ich habe keine Pickaxe mehr. Warte mal, ich muss mir eben eine Pickaxe machen. Ja, soll ich eine Fackel einfach draufsetzen? Wo ist denn der? Oh, ja, der ist direkt... Das Problem ist, wenn du diese Steine jetzt wegmachst, ne, dann stehen dahinter 27.000 Spinnen. Dann lass uns über den Spawner einfach Lava setzen. Dann verbrennen die permanent. Ja, obwohl... dann setzen wir einfach Fackeln daneben. Also machen die Lava dann weg, legen Fackeln hin und dann haben wir vielleicht noch zwei Spinnen, die noch überlebt haben. Warte, ich grab mich mal hier nach oben. Hast du Sand? Haben wir Sand mitgenommen? Nee, ich glaube nicht. Nee, scheiße, sonst hätten wir eine Glas-Dingens reinsetzen können. Ja, aber Zäune gehen auch. Ja, hier ist ein Zaun. Warte, ich bin jetzt erstmal genau über dir. Du musst mal sagen, wo jetzt genau der Dingsbums war. Der Spawner. Warte. So, ich kann jetzt wieder hin, weil ich habe den Block zugebaut. Ich baue das mal hier oben ab. Wo ist jetzt der Spawner? Ja, warte. Ich kann dir jetzt sofort sagen. Ich muss nur kurz, So, weiter. Ach, da ist der. Ja, genau. Ich sehe den auch. Ich komme... Pass auf. Dann brauche ich die Koordinaten. Ich gehe genau oben drüber und leg die Lava oben drüber. Du kannst von hier beobachten. Leg da mal einen Zaun rein in das Loch. Warte. Ich habe eine Idee. Wenn das klappt, dann wäre geil. Warte mal, ich schreibe mir mal schnell die Koordinaten auf und bewege mich genau da drüber. Guck mal, ich kann hin, ich komme zum Spawner. Aber die können doch durch ein Loch durchgehen, das sind doch die kleinen Spinnen, oder? Ja, das ist aber nicht schlimm, weil ich stehe vorm Spawner und ich habe alle Seiten zugebaut. Aha. Spawner ist kaputt. Kaputt? Ja, ich habe ihn abgebaut. Ja, gut. Ja, ich weiß, ich habe den jetzt abgebaut, das ist ein bisschen blöd, aber die Spinnen, die sind mir persönlich zu gefährlich. Und ja, werden, ich finde auch, die machen sich auch, ja. Das wäre mit der XP-Farm ziemlich geil gewesen. Killst du jetzt die Spinnen? Sind da noch viele? Weiß ich gar nicht. Da ist ein Skelett, okay. Oh, scheiße, nein, das Skelett hat mich einmal getroffen. Warte, ich stelle mich hier hin und wenn es vorkommt, schließen wir es platt. Du, das will auf dich schießen, ich schieße es tot. Ja, der kommt aber gerade nicht. Was machen wir jetzt? Scheiße, jetzt hat er mich getroffen. Ah, jetzt weg, es kommt, geht weg. Es kommt. Kommt's? Oh, das hat sich bewegt. Ah, jetzt kommt die Spinne. Ah, die Spinne. Nee. Kommt die da durch? Oh, meine Ohren sind übelst heiß. Nein. Oh. Aber ich sehe gar nichts mehr. Die sind irgendwie über uns oder so. Nicht, dass sie uns von hinten. Lass mich mal ganz kurz da reingehen nochmal. Ja, okay, mach ganz vorsichtig. Oh.
Oh je. Yeah. Nicht, dass die auf dich drauf fallen. Pass bloß auf, pass bloß auf. Ja, super, da ist das Skelett wieder. Der ist einfach rübergesprungen. Ja, ich weiß. Hab's gesehen, der kam irgendwie drauf. Oh, mir ist übelst heiß, ey. Oh Mann, ey. Kriegst du es platt? Ja, ist kaputt. Okay. Also das Skelett ist platt. Dann machst du einfach. Wie wollen wir uns jetzt in den Minenschächten fortbewegen? Wir müssen die ja nach und nach erbauen. Wollen wir wo fangen wir an? Ist, ich würde sagen, wir müssen erst die Spinnen platt machen. Die hörst du ja auch noch, ne? Ja, die sind überall noch, ja. Ja. Dann lass mich hier nochmal oben drüber gehen über den Schacht. Und dann werde ich nochmal hier rein die Lava reinsetzen. Ah ja, hier ist ja der Schacht. Ich mach mal die Lava, die du vorhin gesetzt hast, die mache ich schon mal weg, ne? Damit ja, hast du einen Eimer noch? Wow, da kommt eine Spinne. Mach bloß vorsichtig. Boah, scheiße. Warte mal, ich setz mal, siehst du, kannst ja, du nicht... super, toll. Jetzt Was? Bin ich vergiftet. Oh, scheiße. Ja, die kam von oben auf mich drauf. Ich krieg jetzt gerade übelst viel Schaden. Kann man nichts gegen machen, oder wie jetzt? Nee, gar nichts. Gar nichts. Drei Herzen nur noch. Nein. Zweieinhalb. Zwei. Nein. Zwei Herzen nur noch. Lebst, also bist du noch immer noch vergiftet? Ich bin nicht mehr vergiftet, aber die hat mich bis auf zwei Herzen runtergehauen. Okay, dann bin ich jetzt immer der vorgeht. Du machst nichts mehr. Ah, so ein Dreck. Ja, die kam von oben auf mich draufgesprungen. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Wir haben gleich Gold, keine Sorge, wir haben gleich Gold. Hast du schon Gold gefunden? Wo bist du überhaupt? Ich bin gerade hier über dem Schacht und hab eigentlich gerade Lava hier reingesetzt und dachte, dass da unten noch die restlichen Spinnen, die da rumhausen, verbrennen. Warte mal, du musst mal. Und ich guck mal selber. Ich bin hinter dir, ne? Also. Ah, okay. Wir haben jetzt einen riesen Lavasee, das geht gar nicht mehr weg hier. Nee, cool. Deswegen. Und den wollte ich gerade wegmachen und auf einmal kam eine Spinne von oben. Direkt auf mich zu. Ey, da hinten ist noch ein Spawner, glaube ich. Ja? Mhm. Shit, ey. Wie bewegen wir uns da mal fort? Wollen wir hier an der Seite? Genau, gehen wir einfach an der Seite. Passt. Mein Gott. Ich entweder bin ich reingelaufen, ist schon okay. Ey, wir müssen echt. Ja, weil ich nur noch zwei Herzen habe. Der sieht das. Du siehst ja, wenn du Tab drückst, siehst du ja, wie viele Leben die anderen noch haben. Ach, stimmt. Ach, du Kacke. Ach, stimmt, das sieht man ja. Das habe ich eigentlich dran gedacht. Oh, fuck, ey. Das Eisen. Okay, Eisen. Na gut, haben wir auf jeden Fall erstmal am besten viel. Bauen wir mal den Kack hier erstmal zu. Ich muss mir dann demnächst mal eine Rüstung machen. Oh, Mann, ey. Spannung. Das gehört dazu, das muss es sein. Ich stehe hier drüben, genau neben dir. Da sind die Spinnen. Links hinter der Wand ist direkt die Spinne. Ey, wir sollten uns vielleicht einen Bogen machen. Ja. Aber hast du Fäden? Ach klar, können wir doch machen. Aber haben wir Flints? Haben wir nicht, wa? Nee. Dann soll ich einfach mal... Quergraben ist auch nicht erlaubt. Aber ich glaube, unterwegs auf der Treppe waren Flints. Ich gehe mal nach Flints suchen. Warte mal, ich mach mal noch eine Schippe. Ich hab die Wand schon zugebaut. Da kann jetzt keiner mehr... Da können die Spinnen können dann nicht mehr durch. Gut, und nach hinten auch zu? Ja, soweit ist alles zu. Nicht reinrennen. Oh, ich hab schon wieder Angst um dich, ey. Angst um mich selbst und Angst um dich. Ja, das wäre übel. Wenn ich jetzt hier drauf gehen würde, das wäre so scheiße. Jetzt haben wir es mal endlich geschafft, vernünftig nochmal zusammen aufzunehmen. Ja. Und jetzt auf einmal sowas. Naja, okay, gut. Wir sollten den Teufel jetzt nicht an die Wand malen. Wir schaffen das. Aber das, nee, das, was ist denn da? Doch, da ist Flint, das ist geil. Ah, ich hab hier brutal Angst. Ich bleib mal ein Stück von dir weg, ich hab keinen Bock, dass du irgendwie anfängst. Ey, das ist Redstone. Das ist gut, weil damit könnten wir Obsidian machen. Wir können mit Wasser, Redstone und Dingens können wir Obsidian machen. Ohne eine, echt? Ja. Ich hab da. Boah, krass. Was ist aber das pass denn? Auf, das ist ein großer Raum. Ich hab echt Angst, weil vor großen Räumen ist ganz scheiße. Also erstmal zumachen. Zubauen, was du noch nicht einschätzen kannst. Ey, da sind Spinnen, scheiße, da sind Spinnen. Ich bleib ich mal ein Stück auf Abstand, ne? Ja. Ich mach einfach schnell zu. 20-Minuten-Grenze erreicht. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, hoffentlich hat euch die Folge gefallen und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.